Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom American Truck Simulator. Ja, wir haben ja das kleine, aber feine Problem, dass wir hier einen Auffahrunfall verursacht haben und der vor uns sich jetzt offenbar nicht mehr genötigt fühlt. In irgendeiner Form zu fahren. Muss mal gucken. Oh. So war das nicht gedacht. Aber wir haben zumindest keinen Strafzettel gekriegt. So, ich muss jetzt mal an dem Kollega hier vorbeifahren. Der fährt offenbar gerade nicht mehr. Da wäre frei, da wäre auch frei. Das ist gut. So, dann können wir mal weiterfahren. Weil irgendwann muss ich ja auch abliefern, ne? Wir haben 9 Stunden Fahrzeit. 26 Stunden Restzeit. Okay, das sieht natürlich gut aus. Das sieht richtig gut aus. Pennen gehen müssen wir nachher auch noch. Wobei, wir sind am Tage unterwegs, dann gucken wir, dass wir so viel wie möglich auch fahren. Gefühlt wird es gerade wieder Abend, aber es ist erst 10.16 Uhr. Ups. Von dem her. Gucken wir mal, dass wir an unser Ziel kommen. Immer geradeaus. So, Tempomat haben wir auch wieder gesetzt. So. Ja, transportieren wir tun wir 2 Gabelstapler, wie ihr gesehen habt. Viel Fläche für wenig Ladung. Aber egal, was wiegt der Spaß eigentlich? 7 Tonnen, ja. Upsa. Das ist überschaubar. Extremst überschaubar. Aber macht nichts. Gibt gut Geld. $3,56 kriegen wir hier pro Meile. Das ist richtig gut. Oh, und tanken muss ich bald, sehe ich gerade. Upsi. Was haben wir denn noch für eine Restreichweite? 173 Meilen. Okay, das ist nicht so ganz viel, ne? Da müssen wir mal gucken. Kommt was Tankstellen-ähnliches? Hä? Nicht so wirklich. Zumindest auf der Map hier nicht zu sehen. Naja, wir gucken mal. Das Schöne ist ja, man kann ja inzwischen Notbetankungen machen. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Speed Limit. Ja, da sind wir einen Hauch drüber. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Yep, bin dabei. Bin dabei. So. Ja, in der letzten Folge haben wir hier auch unseren Halloween Dude gegen Money, das Maultier, getauscht. War ein kurzer Zug. Ja,
Danke für den Hinweis. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Gucken wir mal, ob da eine Tankstelle kommt. Da ist eine, aber leider keine, die ich nutzen könnte. Was sagt denn unser Navi? Da hinten ist einer, aber da will ich nicht hin. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich hoffe ja sehr, dass hier auf dem Weg auch noch eine kommt. Wäre bitter, wenn nicht. Aber ja, sehen wir dann. Ne? Zur Not, wie gesagt, gibt ja Notbetankung. Das geht ja dann auch immer noch. Aber wir müssen halt trotzdem irgendwann eine Tankstelle finden. Notbetankung hin oder her, die ist zudem bei so relativ teuer. Müssen wir halt immer mal wieder hier einen Blick auf die Map werfen. Aber da ist erstmal, ups, noch nichts Tankstellenähnliches zu sehen. Da ich aber auch nicht abbiegen kann, fahren wir halt. Fahren wir einfach weiter geradeaus. Ich könnte aber mal hier auf die Restkilometer oder Restmeilen gehen. Dann sehen wir zumindest mal, wenn es ganz kritisch wird. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass innerhalb der nächsten 130 Meilen hier eine Tankstelle kommen wird. Wäre schon übel, wenn nicht. Wir fahren einfach geradeaus. Man könnte fast das Lenkrad festbinden, ne? Tankstelle. Jawohl, da kommt eine. Ach, das war die Kreditrate, glaube ich, die abgebucht wurde. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, wir haben Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. 12.17 Uhr, ja, das war die Kreditrate, glaube ich, die abgebucht wurde. So, da können wir gleich tanken. In Burlington ist das, oder? Würde ich jetzt mal sagen, dass es Burlington heißt, aber das sehen wir ja auch gleich. Demnächst rechts abbiegen. So, genau, rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Hier vorne macht hoffentlich keinen Unfug. Also Unfug im Sinne von Auffahrunfall. Dann geht nämlich erstmal wieder nichts, da ist frei. Wir können gleich mal hier auf die mittlere oder ja. Hier ist es die mittlere Spur, sonst eher halt linke Spur. Weil wir da eh dann gleich abbiegen müssen. Und irgendwo hier müsste eine Tankstelle kommen. Da dürfen wir nicht abbiegen. Der klingt schon nett.
Cummins-Motoren kriegen hier bei The Way wohl auch neue Sounds in der 1.51, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Das ist natürlich auch sehr reizvoll. Ich weiß gar nicht, was wir aktuell für einen Motor drin haben. Haben wir einen Peterbilt oder einen Cummins-Motor? Ich weiß es echt nicht. Ich glaube, im Hauptmenü irgendwo kann ich das sehen. Aber ist ja auch aktuell nicht so wichtig. Wie gesagt, mit der 1.51 soll das wohl kommen. So, wo ist hier die Tankstelle? Da links abbiegen, ne? Wenn ich das richtig sehe. Yep. Ups. Upsi. Dann biegen wir mal ab. Müsste ich auch gleich schlafen. 2 Stunden 27. Ich glaube, das gucken wir gleich mal. So, wo ist denn hier die Tankstelle für mich? Bitte rechts halten. Da kommt sie. So. Einmal voll tanken. 93 Cent. Dollar wäre ein bisschen viel, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Liter gehen denn rein? 1000? Ne, 750 passen ungefähr rein. Oder 760, irgendwie sowas. So ist nicht so riesig viel, ne? So, wir fahren dann mal hier durch zurück. Ergähnt. Jetzt bin ich aber schwer am Überlegen. Sollten wir doch kurz Rast machen? Das wäre vielleicht nicht die dümmste aller Ideen, ne? Hier haben wir halt gerade einen Rastplatz. Sagen wir mal gute Nacht. So. Weiter geht's. Da ist zwar ein Pfeil, aber das ist mir jetzt gerade mal egal. Ich will auf die Straße. Das ist meine Hauptangelegenheit. Hier müssten wir auch... Ja, ist auch okay. Hier ist ein Stoppschild, sehe ich. Also wir dürfen die Richtung ganz regulär fahren. Stopp. So. Okay, fahren wir weiter durch die Nacht. Immer geradeaus. Es wäre doch gelacht. Oder so ähnlich. Ich weiß, ich kann nicht reimen. Ich
könnten mal Fernlicht anmachen. Wenn man die Fernlichtautomatik, also wenn es der da vorne ist außerhalb des Bereiches, von dem her bleibt es an. Wenn wir zu dicht rankommen, schaltet es automatisch ab. Und wir haben einen Sternenhimmel, das ist auch schön. Klack, seht ihr, abgeschaltet. Zack, und wieder eingeschaltet. Ohne, dass ich was mache. Finde ich gut gelöst. Auch wenn das der Trock wahrscheinlich im Real Life tatsächlich nicht hat. Aber man kann es nicht truckweise einstellen, sondern nur ganz oder gar nicht. Also wenn ich mehrfach den Truck wechseln würde, müsste ich es jedes Mal an- oder ausstellen. So. Was mir gerade noch einfällt, Alaskan Road Truckers hatte jetzt auch schon wieder einige Updates. Aber ich glaube hauptsächlich dahingehend, dass die auf der Konsole sind. Jetzt. Auch natürlich trotzdem das ein oder andere Update für den PC. Aber am Grundlegenden hat sich so nicht wirklich was geändert. Soweit ich das verfolgen konnte. Mir ist auch immer noch ein gewisses Rätsel, warum kann ich in Alaskan Road Truckers mehrere Trucks kaufen. Weil, zumindest soweit ich es weiß, habe ich nicht die Möglichkeit, Fahrer oder ähnliches einzustellen. Das heißt, alle Trucks, die da sind, kann nur ich fahren. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum? Was macht das für einen Sinn, dass ich mir dann andere Trucks kaufe? Außer, dass sie vielleicht schneller sind oder so. Aber die alten verkaufen lohnt meist nicht wirklich, aber dass sie da rumstehen, bringt halt auch nicht wirklich was. Das ist noch so ein bisschen Rätsel, wo ich mich frage, warum? Zumal ich die halt auch nicht einfach wechseln kann. Also ich kann also nicht von Truck zu Truck hoppen, indem ich zum Beispiel sage, den einen habe ich im Süden, den anderen im Norden stationiert. Und springen dann halt mal auftragsweise hin und her oder so. Geht nicht. Sondern, ich müsste halt immer zu den jeweiligen Trucks oder halt zum Hauptquartier dann hinfahren, wo ich die dann halt hinstelle. Und dann macht das für mich halt absolut keinen Sinn. Von den leider noch immer vorhandenen Bugs, gerade auch mit der eher semi-guten KI, mal ganz dahingestellt. Ich hätte vielleicht sogar noch drüber fahren können, aber machen wir natürlich nicht. Ah, der ist schon wieder ein bisschen länger, ne? Ich mag das ja, dass die jetzt so durchaus unterschiedliche Längen haben. Weil ich kenne noch die erste Zeit von den Zügen. Da war das meist eine Lok mit zwei Waggons hinten dran oder so. Also ultra kurz. Und das kam dann erst so mit den einzelnen Updates, dass sie tatsächlich immer länger wurden, die Züge. Oder jetzt in dem Sinne auch verschieden lang manchmal, ne? Finde ich gut. Und worauf ich auch mal mega gespannt bin, auch wenn das natürlich noch eine ganze Weile hin ist, das Weihnachtsevent. Was SCS Software dieses Jahr da macht. Ob die einfach die vorhandene Map nehmen und halt das wieder aktivieren. Oder ob sie die in irgendeiner Form ausbauen oder eine weitere machen oder mal schauen. Ausbauen fände ich toll, wenn die größer würde. Wenn einfach neue Bereiche dazu kämen jedes Jahr. Das würde ich richtig feiern.
Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber dahingehend hat man tatsächlich noch gar nichts, oder ich habe dahingehend noch gar nichts gehört. Aber ist ja auch gerade mal erst. Ja. Mitte, Ende Juli. Das darf man halt auch nicht vergessen, ne? Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Tu ich. Bin noch voll im Soll, Helga. Alles gut. Demnächst links abbiegen. Wie sieht's eigentlich zeitentechnisch aus? 5 Stunden? Oh ja, wir haben noch. Biege nach links ab. Über also fast 12 Stunden Fahrzeit. Da sind wir aber noch ziemlich gut dabei. Ich glaube, man hat, wenn man ausgeschlafen hat oder so, fast 14 Stunden, die man hier fahren darf, ne? Also USA ist da deutlich lascher, was oder deutlich, also sehr viel ausgeweiteter die Fahrzeit, die man da haben darf. Immer geradeaus. Weiß nicht, wie es mit Pausen zwischendrin aussieht. Das ist ja hier nicht so real umgesetzt. Auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Weil sonst müsste man ja im ETS zum Beispiel nach 4 Stunden, glaube ich, eine Pause machen. Von einer Dreiviertelstunde oder so. Und das ist natürlich sehr schwer umzusetzen. Von dem her passt das schon. Ja, wie ich sehe, ist die Zeit auch um. Deswegen sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und in diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.